Roulette Kessel Gucken 10.06.2019 Tagesgewinn 6000 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Montag, Pfingstmontag 14. Juni 2019 und ich begrüße hier die insgesamt 28 Zuschauer im YouTube Livestream. Es sind eben nur 28 und nicht etwa 28.000. Es ist jetzt 15 Uhr und ich sage, wir spielen heute im Casino von Duisburg. Ja, in Duisburg, dort soll es ja etwas schlechtes Wetter herrschen, aber ich sitze hier auf dem Balkon, bei etwa 30 Grad schwüle Wärme und schönsten Sonnenschein und unser Spieler steht bereits im Casino und beobachtet die Tische, wo unsere gewünschte und von der Quantenmechanik berechnete Vorpermanenz erstmals fallen muss. Nun kann man ja Duisburg inzwischen als Tor zur Welt bezeichnen. Duisburg hat ja den bekanntesten und größten Binnenhafen Europas, was die wenigsten wissen, aber jetzt ist auch noch Duisburg zum Knotenpunkt für die neue Seidenstraße Richtung China geworden. Als ich früher für die CDU und CSU Abgeordneter war, habe ich mir das immer gewünscht, man möge doch endlich mal eine Autobahn von Deutschland nach Sydney bauen, aber das waren damals Zeiten, dass man das mit der Sowjetunion nicht realisieren konnte. Und jetzt kommen die Chinesen und bauen die neue Seidenstraße, die Zugstrecke ist schon fertig und es kommt mir täglich in Duisburg auf dem direkten Wege etwa 35 Züge aus Shanghai in China an. Es wird bald auch so sein, dass wir mit dem Intercity von Duisburg direkt nach Shanghai fahren können. Das dauert etwa 30 Stunden, aber von Shanghai ist es ein Katzensprung nach Massau und dort gibt es ein Casino nach dem anderen. Und demnächst wird es also angesagt sein, mal kurz mit dem Zug nach China zu fahren, um dort zu spielen. Wie Sie wissen, machen wir dieses Live-Spiel ja bereits seit Mitte April und ich habe jetzt das mal für den Mai dieses Jahres zusammengerechnet und wir haben mit wenig Aufwand allein im Monat Mai 2019 etwa 120.000 Euro netto gewonnen. Sie können sich das bei YouTube ansehen, ich habe da ein Video mit den genauen Daten eingestellt. Und ich kann Ihnen nochmal sagen, das können Sie alles ganz einfach selber machen, Sie müssen nur Disziplin beibehalten und sich natürlich in der Berechnung der Quantenmechanik und Stringtheorie auskennen, dann müssen Sie eine Datenbank haben, die die sämtlichen echten Permanenten Ihres Casinos enthalten und die Berechnungssoftware habe ich eingestellt, Sie können das mit Python machen. Den Source Code finden Sie kostenlos unter Ende Mai etwa 29. Mai in mehreren Lektionen im Forum http://outbackbrumby.blogspot.com. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, ich mache auch werktäglich von morgens um 9 etwa eine Stunde lang Live-Trading auf den DAX bzw. auf den Minutentakt im deutschen Aktienmarkt und da habe ich auch heute ein Video eingestellt mit den im Monat Mai 2019 erzielten Gewinn. Es sind 30.000 Euro allein im Monat Mai 2019 gewesen, eigentlich immer nur eine Stunde morgens am DAX. Ich kann Ihnen nur sagen, das Geld liegt eigentlich auf der Straße, man muss es nur aufheben. Ebenfalls finden Sie auch bei YouTube ein Video über den Monat Mai für die sogenannten Sportwetten, die ja nach gleicher Methode wie hier berechnet werden und das sind es im letzten Monat Mai 2019 über 60.000 Euro Sportwettengewinn gewesen, bei Einsätzen, die insgesamt nur etwa 3.000 Euro gelegen haben. Also netto sind 57.000 Euro allein mit Sportwetten erzielt worden. Ich kann Ihnen hier nur sagen, verlassen Sie sich nicht auf die Idioten, die deinem Internet irgendwelche Webtipps anbieten, machen Sie die Berechnungen selber, tippen Sie selber und tippen Sie auch mit verschiedenen Bänken, dann werden Sie genauso 60.000 Euro Sportwettengewinn in Ihrem Wettbüro machen, wie ich es gemacht habe. Und wenn Sie mit der Software bzw. dem Source-Code, den Sie ja kostenlos im Forum herunterladen können, Ihr Casino-Spiel machen wollen, möglicherweise auch von zu Hause aus, dann brauchen Sie natürlich einen zuverlässigen Spieler, der das so setzt, wie Sie dasselbe machen müssten. Dann kann ich Ihnen nur sagen, es ist nicht einfach, einen zuverlässigen Spieler zu finden.
Ich habe sehr viel Lehrgeld bezahlt, jetzt aber einen pensionierten Polizisten, der die Sache macht und der natürlich immer mit 50% beteiligt ist, und das sehen Sie daran, als der anfing, erlitt er an Altersarmut und jetzt hat er sich vor 6 Wochen einen nagelneuen Ferrari für über 400.000 Euro gekauft. Natürlich auf Monatsraten und monatlich muss eine Rate von 3.800 Euro bezahlt werden, aber das verdiente eben locker. Natürlich hätte der sich auch einen Trabi kaufen können, aber er wollte unbedingt einen Ferrari und es ist ja seine Sache, was er mit seinem Geld macht. So runden ist es so, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt der. Unser Spieler hat sich gemeldet bei mir, er sagt, unsere Vorpermanenz ist da und er fängt jetzt mit dem Setzen an. Als Vorpermanenz hatte ich ausgerechnet mit der Quantenmechanik und der Stringtheorie, zweimal rot, einmal schwarz, einmal zero, zweimal schwarz und dann setzen wir dreimal hintereinander auf rot. Hier ist die Konstellation so gewesen, zweimal rot musste fallen, es ist die 7 Uli 32 gewesen, dann einmal schwarz sie 20 gewesen, dann einmal 0 es ist 0 gewesen und dann zweimal schwarz es ist 11 und 29 gewesen. Und dann setzen wir dreimal hintereinander auf rot mit 1000 Euro Stück. So, nun warte ich mal 10 Minuten bis eine Viertelstunde, dann meldet sich unser Spiel wieder, ich sagte ja, wir spielen am Tisch 3 im Casino von Duisburg. So, nun ist fast eine halbe Stunde vergangen und der Spieler ist der Town hat sich gemeldet, es hat alles wunderbar geklappt, er sagt allerdings, es ist nicht nur dreimal hintereinander rot gekommen, sondern insgesamt 7 Mal, aber das wussten wir vorher natürlich nicht. Ich hab zwar mit der Quantenmechanik ausgerechnet, dass wie üblich 5 Mal hintereinander fallen müsste, tatsächlich sicher 7 Mal hintereinander gefahren, aber was gewesen ist gewesen, das haben wir so nicht gewollt. Wir haben 3 Mal beabsichtigt hintereinander fortzusetzen und es ist also gefallen die 21, die 5 und die 14 und wir haben uns somit erstmals 3000 Euro netto gewonnen. Es geht natürlich noch weiter der zweite Teil, aber da muss ich erstmal abwarten, wann die Vorpermanenzkonstellation fällt. Sie wissen, dass wir immer ein bisschen Bedenken haben, dass wir beobachtet werden könnten, deshalb sage ich nicht genau, was wir jetzt machen werden, denn wir kommen ja um zu gewinnen und nicht um eventuell ausgetrickst zu werden. Ich will den Casinos nichts vorwerfen, ich weiß das überhaupt nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass wir deutlich beobachtet werden. So, es geht ja Hals über Kopf, jetzt ist es 16:45 Uhr und wir kommen zum nächsten Schlag, unser Spieler hat mir bereits die Zahlen durchgegeben und er steht jetzt bereits am Tisch und ist am Setzen, und ich kann Ihnen sagen, wir sind jetzt am Tisch Nummer 13. Und unsere Vorpermanenz, die die Quantenmechanik ausgerechnet hat, muss es sein, dritte Dutzend, hier also gefallen 25, dreimal zweites Dutzend, hier gefallen die 20, die 20 und 23 und zweimal erstes Dutzend, hier gefallen 11 und die 3. Und dann setzen wir insgesamt dreimal hintereinander immer auf die Gegendutzend, also nach der zuletzt gefallene 3 jetzt auf das zweite und dritte Dutzend jeweils mit 1000 Euro Stücken und so weiter. Insgesamt machen wir das dreimal hintereinander. So, nun ist es 17 Uhr und unser Spieler hat sich zurückgemeldet und er sagt, alles Paletti, es hat alles wunderbar geklappt, es ist nach unserem Eintritt die 28 gefallen, also das dritte Dutzend, das zweite und dritte Dutzend hatten wir ja gesetzt. Danach haben wir das erste und zweite Dutzend gesetzt und das ist die 7 gefallen und dann haben wir wieder das zweite und dritte Dutzend gesetzt und es ist die 33 gefallen. Also dreimal hintereinander haben wir auf Dutzende gewonnen. Somit haben wir also heute 3000 Euro auf einfachen Chancen und weitere 3000 Euro auf Dutzende gewonnen, insgesamt ein Nettogewinn von 6000 Euro. Ich schalte den Livestream jetzt ab.